Hallo und herzlich willkommen hier zwei heute Folge hier Akademie in Thüringen Version 3.1. Ich werde gleich mal den Miststreuer aktivieren, anschalten und gleich mal zum BGH fahren. Ich habe die Nacht überschlafen jetzt. Ein paar Einnahmen haben wir gehabt von der BGH. Und zwar, wo ist das? 117.000. Ich werde mal jetzt den Zug wieder den Zug schon den Traktor losfahren, losschicken und mal sehen, was wir dann so am Tag so einnehmen. Aufgrund von der Kühe. Ich habe jetzt den Mod drauf, Realistik Mod mit drauf. Mal sehen, wie er sich so hat. Ich will versuchen, das zu simulieren, kann man sagen, wie das so ist mit den Reifen. Der aufgrund von, ja, mit Erde feucht und nass ist, entsprechend den sogenannten Schlupf hat, und den will ich gerne mit dabei haben. Wenn das halbwegs gut klappt, ist gut, und wenn es nicht, muss ich schauen, ob andere Fahrzeuge da, also wenn Fahrzeuge da nicht können, durch andere setzen oder ja, zum Not den Mod deaktivieren. Da gab es schon einige Updates dafür und das. Ja, ne? Hoffen wir das Beste. Ich hab's schon mal gesehen, da hat er mächtig gesprungen. Und das ist ungünstig dann, ne? Ist das immer so gewesen? Ich glaube ja. So. Ich habe für ihn extra den Kleinanhänger, zwar Kartoffel drauf, aber in dem Falle Mist. Der braucht ja. So, es hat mich ab Fahrrad auch nicht geklappt. Da schaue ich mal, ob ich da einen anderen Traktor finde. Ich will nicht sagen, dass am Traktor liegt, aber die Variante will ich mal ausprobieren. Ich hatte schon mal hier irgendwo mit Milchabfahrer Probleme gehabt, da gab es einen anderen Traktor gewesen. Ich teste halt mal, ne? Der ist auch relativ schnell. Das kann man schon sehen, mit 11 Cent. Eine Symbole, weiß ich nicht. Erste mit der Reifen irgendwie. Ja, schau mal, ne? Das, hochinteressant, wie das funktioniert. Ja, unsere Bahnen sind noch nicht so weit. Die sind noch nicht sediert. Das dauert ja aufgrund von Seasons hier 48 Stunden, also noch mindestens einen Tag oder Lauf heute, Lauf des Tages. Muss ich mal sehen. Wenn der Attack noch nicht geht, dann muss man sehen. Ist auch ein GTP. Könnte sein, dass das auch nicht klappt. Aber das ist ein anderer Mod, ne? Das Mod darf man nicht vergessen. Ich glaube, der ist ein schneller, den müsste man erstmal drosseln auf 70 km/h, weil auf der Straße mit 140, da fährt nix. Also eine Kurve und so, da fährt nix. Ja, 70 gedrosselt, ja. Ich weiß ja nicht so genau, ob der mit dem Trigger klarkommt, also das ist immer nur das Problem. So, einstellen. Beladen. Weg hoch 3, anderer Modus, Verkauf. Und Weg. Mal einstellen. Will er auch nicht. Gut, dann wollen wir noch einen anderen Traktor probieren. Aber den lassen wir mal eine Runde fahren. So, kurz nachgucken. Reifenstatus, haben unser Pferdegras. Ich wollte ja Pferdegras machen. Beziehungsweise vorbereiten. Ist noch nicht reif. Ist aber in. Ja, wir bereiten das vor.
Ich muss mal schauen. Bin mir nicht ganz sicher, weil unser Mod, das kann, weiß ich nicht. Ist das Problem. Also hier ist jetzt alles so ziemlich dabei. Und unser Mod, den wir haben. Ja, kommt da rum. Wir steigen mal aus. Macht so Lärm, ne? Abladen klappt ja eigentlich. So. Ich muss gucken. Wir haben ja normal. Feldhex haben wir normalen. Wir haben den Glas. Müsste einmal so auch funktionieren. Und den haben wir auch. Das Schneidwerk. Mal gucken. Da gibt es ja auch eine Empfehlung, was dazu gab. Und zwar, das ist jetzt diese ganzen Sorten hier. Also Klee, Luzerne, Pferdegras, Mais natürlich. Ne? Muss ich mal gucken, ob es, wie habe ja das Original dabei. Das müsste ich erstmal testen und nicht voreilig kaufen. Denn ich habe das hier, das sollte eigentlich auch funktionieren. Und von Glas, von Glas, genau, müsste funktionieren. Weil ich dachte mir erst, dass wir sowas brauchen, gebraucht hätten hier, so ein Krone. Der macht aber auch Pferdegras, ne? Ja gut, würde ich mal einen anderen mal lassen. Arbeitsbreite von 6 Meter. 6 Meter. Und der Original halt 9, ne? Zurück. Dann würde ich den mal jetzt dahin fahren oder hinfahren lassen. Einmal raus und hinschicken. Gefällt Nummer 28. 29. Also, ich würde den mal ganz kurz volltanken. Aufnahme läuft, glaube ich, ja. Volltanken. Und doch schon ein bisschen halb leer ist und kurz reparieren. Und dessen kann man schon mal eingeben. Das Ziel. Hm. 29. Das Nord oder Süd, das ist glaube ich egal. Nehmen wir Nord. Und dann schicken wir gleich hin. Nach der Reparatur. Und wenn das klappt, dann noch sind noch nicht reichen. Immer vorbereiten. Das Vorbereiten dauert ja auch eine Weile. Aber ich kann theoretisch wieder auf die 4.5 gehen. Aber ich guck mal ganz kurz nach, ob die Tira so viel ist. Das ist gut. Wasser könnte man was machen, ne? Und dort ist auch alles okay. Putzen und Sauberkeit. Aber das können wir immer noch machen, also das fährt nicht weg. Wasser ist noch halb voll. Und daher kein Stress. So. Ja, hier das neue Personal Farming, das will ich jetzt hier erst aktivieren, wenn ich mit meiner Ernte durch bin. Weil das ist aktuell, guck mal kurz beim Misthaufen nach hier bei der BGH. Den mich hat er verkauft. Bei 5 verarbeitet er besser und schneller als bei 1. Hier mal gleich mal unseren Display aufstellen, was wir jetzt hier an Gülle gewinnen können. Ne? Display aufstellen, fällt mir gerade so ein. Was hier? Hier ist Licht. Hier ist nicht. Ja.
Hier sind die ganzen Mods von Fat Action. Verwende ich hier im Großen und Ganzen nicht, aber wenn ich Dünger produzieren sollte, das würde hier auch funktionieren. Was ich nicht machen kann, ist verkaufen von Dünger und so. Das wird nicht funktionieren. Aber ansonsten, das allermeiste, was man immer so selbst gebrauchen kann, ob nun Diesel oder so, das kann man natürlich auch hier vor Ort herstellen. Das müsste richtig rum sein. Muss ich mal ein bisschen drehen, dass ich von vorne sehen kann. Ich riskiere es mal, ne? Ja, verkehrt rum. Nee, das ist auch nicht zu sehen. Das ist schon richtig. Gut verkaufen. Muss man schauen, ob ein anderes Display geht. Ja, dann wollte ich eigentlich die Gärreste auf dem Feld ausbringen. Weil das würde dann im Prinzip der Düngestufe helfen. Aber erst, wenn ich eine Aufnahme habe, den Personal Farming. Das ist, ja, was ich nicht haben wollte. Tiere. Diverses. Da könnte das auch sein. Ich habe, glaube ich, eine andere Säule drauf. Oder auch nicht. Doch. Das hat auf der Marsch funktioniert. Das muss aber gedreht werden. Und das kann man ja erkennen. Ne? Jetzt ist es im Prinzip von vorne. Geht ja darum, dass ich sehen kann, ob sie drinnen haben. Ansonsten müssten wir extra mit einem Anhänger ran. Ne? So. Wir haben jetzt 160.000. Das kann sein, dass wir das noch hinkriegen. Hier ist mit den Anschlüssen sehr interessant. Das habe ich so ähnlich mal gesehen bei einem richtigen Live-Interview. Da hat er so ein Ding gehabt. Ist für mich aber noch nicht relevant. Dafür habe ich keine Zeit. Leider ist gewünscht. Überlegen, überlegen, überlegen. Wir brauchen einen Traktor. Großer Fan. Ja, der ist hier. Ich habe ja hier mal ein bisschen aufgeräumt in der letzten Folge. Die Drescher in der Garage rein und hier müsste ich mir noch ein Regal hinstellen zur nächsten Ernte, dass man da entsprechend die wollte nicht haben. Also ein Verkauf ist immer ein schnell Glas. Glas. Muss der Fan, hab ich doch fett gesehen. Du warst kein Fan, ne? Ja, hier ist Futter. Ja, hier sind die Drescher. Ist noch nicht so weit. Da muss ich mal reingucken, wie das hier. Weil. Der soll ja eigentlich nicht wenden, ne? Denn das ist mit der blauen Linie nicht gut. Da gab jetzt beim Forum jemand noch eine Kurse reingeschrieben. Muss ich mal anschauen. Beim nächsten Mal. So. Was ich immer belädt, glaube eher nicht.
Stroh, genau. Ist aber drinnen, ne? Können wir gleich mal rausgeben. So. Es klappt wenigstens. Ist so mein Pferd. Hier ist mein Pferdegras. Und das ist noch nicht im Wachstum, ne? Ist noch im Wachstum. Das dauert noch ein bisschen. Wäre ja eine Verschwendung, wenn wir jetzt entsprechend das nehmen würden. Wieder von vorne. Ja, Segel läuft auch, denke ich mal. So, wo ist mein Fan? Der Zug. Grundkopfbekämpfung, ja, da muss noch ein bisschen da, muss ich warten, muss ich. Dings. Da geht mir nicht weiter. Ist ja ein Ding. Wo ist der Fan? Da geht nicht mehr raus. Gute Frage. Muss ich suchen. Beziehungsweise suchen nicht, im anderen Traktor, ne? Wir schicken erstmal den Glas da hinten, das kann auch mal gemacht werden. Ja, für Sonnenblumen wird noch weitere Standwerke kaufen müssen, das eine wird nicht reichen. Hier könnt ihr auch noch Traktoren reinstellen, ne? Also Traktoren passen da gut rein. So, Tank ist leer. Mann, ich hab Durst. Ja, hau den Tank mal gleich voll. Bringt ja nichts, wenn wir halt voll fahren, ne? Aber die Folge ist mal geschafft. Anführungszeichen, ne? Die erste und die schwerste. Ja, eingewöhnen. Mal gucken, was wir machen müssen und so, ne? Ich will mal voll tanken und wenn wir dann loslegen, holen wir uns da ab zur zweiten Folge. Ich bin dickes Tankeschön fürs Reinschauen. Tschüss, also ciao. Ja, bis morgen, wenn du Lust und Laune hast. Tschüss, dann wünsche ich euch einen schönen Wochenstart.